So, hallo und willkommen zurück zu Prison Architect. Wir bauen unseren Knast. Ja, wir haben... Nein, wir haben nichts, aber... Im Moment läuft das sehr gut. Wir brauchen... Ein Angestellter ist erschöpft, da brauchen wir einen Personalraum. Und das werden wir hier mal bauen. Und zwar... Am besten nicht so weit weg. Am besten nicht... Gut, das könnte eigentlich hier oben bei den Büros sitzen, ne? Oder nicht? Wie sieht das hier eigentlich aus? Weißt du was, wir machen das hier oben hin, Personalraum. Planung. Kurz mal auf Päuschen gehen hier. Planung. Personalraum. Wie groß muss der überhaupt sein? Weiß ich das? Weiß man das nicht? Das weiß man nicht, nein. 5x6. So, hier kommt eine Tür rein. Zack, Personalraum. Machen wir das so. Ohne viel Schnickschnack, Firlefanz. Fundament bauen. Zack, hier. Benötigt Eingang, weiß ich. So, fangen wir an zu bauen, Freunde. Macht mal hin. So, Räume, Einrichtungen, Materialien. Da haben wir sie. Ne, haben wir sie nicht. Einrichtungen, wir brauchen eine Tür, Personaltür. Die pflanzen wir da mal rein. Zack. Und Materialien, Gehwegplatten. Haben wir hier schon Gehwegplatten gesetzt? Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir wohl. Das haben wir wohl. So, Gehwegplatten hier hoch, zack. Und dahin, so. Die sind am Bauen. Personalraum, was brauchen wir noch? Habe mindestens 5 Wachen ohne Aufgabe. Wir haben 3 Wachen. Wir brauchen aber noch gar nicht so viele. Wie sieht das eigentlich mit unserer Subvention aus? Das ist okay, das ist im Laufen. Das ist auch Verwaltung ist auch im Laufen. Was brauchen wir noch? Buchhaltung. Gut, wir brauchen die Buchhaltung. Wie sieht das mit der Buchhaltung aus? Wo ist unsere Forschung? Da oben ist sie. 44 Minuten, da ist es ja bald, ist das ja gleich durch. Zwangsarbeit, das läuft auch. Sicherheit. Sicherheitschef. Überwachungskameras brauchen wir noch nicht. Stationierung. Das brauchen wir auch. So, machen wir das mal mit frei. Schmuggeln, da müssen wir auch mal gucken, dass wir da ein bisschen Kontrolle unterkriegen. Der Psychologe, den brauchen wir auch noch. Und das haben wir unten. Gesundheit. Den Doktore. Das ist auch nicht schlecht. So, gleich ist unsere Buchhalterin frei. Können wir die nämlich in Gang kriegen. So, die sind mal voll hier machen. Dann können wir auch mal. Was haben wir hier denn noch? Pass mal auf, was ich jetzt zeigen wollte. Wenn ich darauf klicke, können wir das nämlich verkaufen. Objekt verkaufen. Zack. 150 haben wir für das Objekt gekriegt. Aber wir wollen das ja später für unser für unseren Arbeitsplatz haben. So, da fehlt uns jetzt natürlich noch eine Mauer. So, warte mal. Materialien, Mauer, da eine Ziegelmauer. Hier hinten noch nicht. Halt. Da eine Ziegelmauer. Zack. Das kann ich nicht. Alles klar. So, dann wir das mal raus. Das mache ich nämlich nicht eigentlich so rum. So, und Strom fehlt da drin natürlich. Strom. Da müssen wir nochmal Strom reinhaben. Kabel. Da ist Kabel. Das ist natürlich doof, dass ich das außenrum gelegt habe, ne? So. So, hier mal Strom hinlegen und da mal rein. Zack. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn wir Strom außenrum gehen. Ist wesentlich einfacher. Was habe ich hier gesehen? So, jetzt können wir das mal aufmachen. Zack. Und wir könnten das größer und kleiner machen. Ach so. Okay, so. Die sind am Hantieren. Die schlafen noch alle. Es wird hell. Was ist? Buchhaltung ist freigeschaltet. Buchhaltung, Personal. Wo ist unsere Buchhalterin? Da ist sie. Da. Einstellen. Zack. Buchhalterin haben wir auch. Einen Vorarbeiter, den brauchen wir auch. Oh, der muss ja hier. Maximalanzahl bereits erreicht. Ach so, okay. Ja gut, ich meine, den haben wir auch eingestellt gerade. Sicherheitschef. Überwachungskammer, Wachstationierung und das müssen wir auch noch. Okay, so. Den haben wir auch eingestellt. So. Jetzt kommen wir aber. Wie sind wir überhaupt statistisch gesehen? Einnahmen. Wir machen gute Einnahmen. Das klappt im Moment ganz gut. Da kann man nicht mehr gern. Was haben wir hier? Gefahr. Einschätzung von einem Sicherheitschef. Gefahrenstufe ist low. Okay, Faktoren, dass sie gut behandelt werden. Ja, natürlich werden die gut behandelt. Was denn sonst? Das läuft immer gut. So. Personalraum. Das war der Haken. So, Räume. Wo war das jetzt? Da, Räume. Personalraum.
Was ist ein Personalraum? Wie ist denn noch da? Da ist er. Personalraum, zack. Was braucht ihr? Breites Sofa und Getränkeautomat. Das kriegt ihr. So, breites Sofa und ein Getränkeautomat. Wo finde ich das denn jetzt? Ach so, ich muss hier weiter runter. Breites Sofa, da machen wir ein breites Sofa hin. Hallo, zack. Ich kriege sogar zwei. Ich bin ja nicht so, ne? So. Getränkeautomat. Da kriegt ihr auch zwei Stück. Ihr sollt euch auch wohlfühlen, ne? Ruht sich aus. Gebetsteppich. Was steht da? Schütze deine Insassen vor dem dreckigen Boden, während sie beten. Oder war es andersherum? Freunde, Freunde, was haben wir hier? Ein Altar. Okay. Das ist auch neu. Was haben wir noch? Bibliothekarspult. Und ein Bücherregal. Gut, das ist neu. Das wusste ich, das habe ich vorher nicht gesehen. Siehst du, das kriegen wir jetzt auch hin. Eingefangener zur Entlassung bereit. Sehr schön. Oder auch nicht. Das ist ja wieder Kohle für mich, ne? So, was haben wir noch? Habe mindestens 5 Wachen ohne Aufgabe. Das wäre jetzt aber Panne, wenn ich mehr Wachen einstelle. Oder nicht? So, was haben wir noch? Zellenblock A, da haben wir ihn. Bauen wir den Zellenblock A. Erhöhe deine Gefangenenkapazität auf 15. Zack, machen wir das. Dann haben wir jetzt auch nicht was voran. Wir müssen jetzt nämlich unseren Zellenblock A bauen. Und den pflanzen wir hier oben nämlich hin. Ich mache mal kurz auf Pause. Mein Lieblingsplanungstool nehmen wir hier mal raus. Und dann bauen wir uns hier unser 2, 3. Machen wir das so. Ich denke mal, das ist doch gar nicht schlecht. So. Wie groß war das jetzt? 4x4? War das 4x4? Nein. 4x5, so war das nämlich. Glaube ich, ne? Wie groß muss denn eine Gefängniszelle sein? Räume. Können wir nochmal schauen, eine Zelle da. Minimale Größe 2x3. Das haben wir. 2x3, das ist gut. So. 2x3, so. Halt, da muss ich doch erstmal die auswählen, oder nicht? So. 5x4. 5x4. So, hier machen wir unsere Zellen bauen wir jetzt hier. Da gehen wir noch ein Stückchen weiter raus. So, und dann nochmal mehr. So, und das machen wir genauso auf der anderen Seite. Da brauchen wir einen kleinen Gang in der Mitte. Reicht das so? So. Ja, das denke ich, ist gar nicht mehr schlecht. So hin. So, da eine Wand. Planen wir einfach mal. Das ist besser wegen dem Überblick. So steht man nicht so ein bisschen kopflos davor und weiß nicht mehr, wie war das noch überhaupt. Dann haben wir hier eine Tür überall. Halt, stopp, da muss eine Tür. So und so und so und da. Das machen wir genauso hier. Einmal ein bisschen viel, war. Das ist auch verkehrt. Mein, kannst du nicht mehr zielen oder was ist los? So und da und da. So. Hier noch eine Wand vor. Da kommt auch eine Tür natürlich rein. Und hier hinten kommt unser Duschraum. Unser Duschraum. Den können wir nämlich hier hinten rein platzieren. Sind wir richtig mit 10 Meter? Wie lang ist das überhaupt hier? 13 Meter. Machen wir das doch genauso. So. Genau. Dann haben wir hier auch einen Eingang. In die Dusche. So, das können wir bauen. Das können wir eigentlich von der Mensch mal machen. Wie viel haben wir denn überhaupt da? 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Stück. 20 Stück. Bauen, Fundament. Wird gebaut. Und hier genauso. Fundament bauen. So. Benötigt ein Eingang. Den kriegt ihr doch. Gefängnis, schwere Gefängnistür, klar, eine Gefängnistür. Halt, stopp, so rum.
Da kommt eine Gefängnistür rein und da kommt eine ganz normale Tür rein. Weil die Duschen sollen sie auch benutzen können. So. Ich muss auch starten hier, ne? Sonst wäre es natürlich Blödsinn, wenn da hier nichts läuft. So. Materialien. Gehwegplatten. Müssen wir hier auch hochsetzen. Und da auch. So. Ach, Personalraum hat er noch keine Tür. Wieso ist denn keine? Hier sind noch Gehwegplatten oder nicht? Gehwegplatten schnell. Was habe ich da genommen? Betonplatten? Ach so, das sind Betonplatten. Was kosten die? 10. Das ist das gleiche. Nur ein Gebäude. Nehmen wir die hier. So und so. Also die sind richtig am Reißen, die Jungs. Das sieht man ja. Jetzt sind die auch gleich fertig. So, mal langsam hier mit den jungen Pferden. Dann müsste das gleich fertig sein. Eigentlich müsste das doch jetzt. So. Bester Kram. Jetzt machen wir dann Mauern, was wir machen hier. Hier kommt noch eine Mauer rein. Zack. Da auch. Und das gleiche hier auch überall. Uns fehlt natürlich leider noch die Möglichkeit, das zu duplizieren. Weil dann hätten wir nur eine Zelle bauen müssen. Mit Bett und Stuhl und hast nicht gesehen. Und das hätten wir einfach kopiert und dann dupliziert, dann wäre es gut gewesen. Aber das geht natürlich noch nicht. So, müssen wir alles noch hier mit Hand machen. So. Aber es geht ja auch. Dauert natürlich ein bisschen länger. Was haben wir denn überhaupt an Personal? Ich wollte mal kurz mal schauen. Jetzt so. Finanzen da. Subventionen. Die laufen beide noch. Die laufen beide noch. Und was haben wir hier an Forschung? Klonen ist in Arbeit. Ist noch nicht in Arbeit. Gartenpflege hast du nicht gesehen. Zwangsarbeit ist da. Reinigung ist Hausmeister. Reinigt alle Innenbereiche dieses Gefängnisses. Okay. Stationierung auch freigeschaltet. Sehr gut. Gesundheit auch. Supi. Ausbildung. Recht. Das ist ein Rechtsanwalt. Mikromanagement. Mit diesem Werkzeug kannst du einige Aspekte exakt anpassen, damit es genau nach deinen Bedürfnissen läuft. Ich denke, das müssen wir auch machen. Zack. Expansion. Brauchen wir noch nicht. Ist noch vollkommen extra Subvention. Also können wir eine extra in Gang schmeißen. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. So, das läuft. Das haben wir. Da brauchen wir hier drin Wasser und Strom auf jeden Fall. Und zwar kleines Rohr. Und zwar hier links. Dann gehen wir bis dahin. Und das hier machen wir hier genauso. Zack. Zack. Das müssen wir hier nochmal. Hier kommt ja unsere Dusche rein. So. Und hier hinten auch. Zack. So. Denn brauchen wir natürlich Strom da rein. Kabel. Das Stromkabel, das nehmen wir mal hier in der Mitte durch. So, da müsste das reichen. Was hat unser Trabo hier? Das funktioniert. Kein Problem. Alles gut. So. Warum ist das da drin? Ach, wir können da gar nicht reingucken, logischerweise. Funktioniert ja noch nicht. Einrichtungsgegenstände. So, wir brauchen eine Gefängnistür. Und zwar dahin, da. So, so. Ups. So hin. So, jede Zelle ihre Tür. Eine Toilette natürlich. So. So. Das hätten wir auch. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Bett. Wo finde ich das Bett? Da das erste. Halt. So. Setzen wir das Bett hier mal rein. Ups.
So. Und hier unten genauso. Siehste. Zack. Alle haben sie ein Scheißhaus und ein Bett. Das ist gut. Duschkopf. Der kommt hier natürlich rein. So, hier runter. Und dann natürlich auch längs. Die beiden baue ich nicht ein. So, und dann hier nochmal runter. So. Und ein Abflussrohr. Sehr schön. Das müsste klappen. Das müsste eigentlich klappen. Genau. Es ist ein bisschen verstopft da vorne. Ich würde sagen, ich müsste mal die Tür öffnen. So, pass mal auf die Türen hier. Türmodus offen. Zack. So. Ist ein bisschen einfacher wegen rein und raus rennen und, ne? Dann kommt sie ein bisschen schneller rein, rein und raus. So. Unsere Häftlinge. Gut, die ziehen wir nachher um. Wir brauchen nochmal. Pass mal auf, wir setzen wir doch mal. 3, 4. So. Jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir 6. Wir können 7 einstellen. Wir machen 7. Ne, 8 haben wir jetzt. Okay, so. Arbeiter, 2 Köche, Hausmeister. Wir können den Hausmeister mal einstellen. So, Hausmeister ist eingestellt. Was haben wir noch an Räume? Putzkammer. Wir brauchen eine Putzkammer. Die müssen wir auch nochmal machen. Personalraum haben wir ja. Besucherzimmer haben wir. Putzkammer fehlt uns noch. Krankenstation haben wir gar nicht. Leichenhalle auch noch nicht. Sicherheitsbüro. Ja, wir bauen das erstmal. Habe kein erschöpftes Personal. Angestellten, 2 sind erschöpft. Oh Mann. 3 Gefangenen zur Entlassung bereit. Warte mal, wir können auch unsere Gefangenen wieder einschalten hier. Da. So, pass mal auf. Einstellen. Nein. Tägliche Einlieferung, alle. Halt, das war ein bisschen viel, wa? Nehmen wir das mal runter hier. Nee, nicht alle. Ich will nicht alle. Kann ich das nicht irgendwie manövrieren? Kann ich das nicht irgendwie ein bisschen variieren? 18? Alter, 22? 22, mein lieber Herr Gesangsverein. Wie soll ich da denn... Naja, okay. 22, da reichen unsere Knast, unsere Zellen hier überhaupt nicht. Das reicht ja von vorn bis hinten nicht. Okay, dann müssen wir hier noch ein bisschen anbauen. Dann wird unser Zellenblock ein bisschen größer. Halt eben. Nützt ja nichts. So. So, was war das jetzt? 5x4, ne? So. So. Passt das überhaupt hier drüben? Passt doch gar nicht schlecht, oder? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So. Halt so. Jetzt kriegen wir noch ein mehr hier hin, ne? Ah, ist dicht am... Naja, spielt keine Rolle. So, was haben wir jetzt extra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Stück mehr. 12 Stück mehr. Ist nicht so die Riesenbringer-Party hier, aber besser als nichts. Na gut, okay, das brauchen wir jetzt auch. Nützt nichts. So, Jungs, baut hier ein Fundament. So. Zack. Einrichtung. Gefängnistür. Genau. Und das machen wir. Das können wir eigentlich auch schon hier machen. Ne, können wir nicht. Oder? Da schon mal. So. So. Dann mach das mal. Jetzt ist. Gut, die sind erstmal ordentlich ausgelastet. Unser Strom ist noch okay. Buchhaltung läuft. Personalraum, wer ist denn erschöpft? Ist denn da irgendjemand erschöpft? Einer ist erschöpft. Angestellter, einer. Ach, das ist freigeschaltet. Super, hat geklappt. Hat geklappt. Wo waren Subventionen? Da. Kurz auf Pause. Gefängnispflege. Was haben wir da? Schalte Wartung frei, Reinigung frei, Gartenarbeit frei. Stell einen Vorarbeiter ein, Hausmeister
und ein Gärtner. Machen wir das noch? Ach nee, können wir nicht mehr. Okay. Okay, so. Das haben wir. Was sollen wir denn noch machen? Was haben wir hier? Temperatur auf 15. Gut, das haben wir ja locker geschafft hier. Schalte Gartenpflege frei. Das müssen wir noch hier nochmal forschen. Forschen. Da, Gartenpflege, zack. Und was noch? Gartenpflege. Und stelle zwei Hausmeister ein. Ich habe einen eingestellt, ne? Wo ist der Hausmeister denn? Da. Stellen wir mal zwei ein. So. Für den brauchen wir aber noch einen Person, hier einen Saubermacht-Dingsbumsraum. Das werden wir auch noch machen. Stelle einen Gärtner ein. Gärtner haben wir noch nicht, die müssen jetzt erforscht werden. So. Ich hoffe, es wird gebaut. So, die sind jetzt hungrig. Auf dem Weg zur Futterkiste. Ich glaube, dann müssen wir unsere Küche hier aber noch ein bisschen umbauen. Die wird zu klein werden. Ich glaube, das wird zu klein werden. Müssen wir umbauen. Das nützt uns nichts. So, warte mal, Einrichtung, was haben wir hier? 5. Zwei Stück. Was haben wir hier? 3. 3. 5 dahin. Bis dahin müssen wir das vergrößern. So. Zack. Genau, soweit machen wir das größer alles. Fundamente. So. Das wird gebaut. Das ist auch fertig. Einrichtung, Wände, Materialien, Wände. Wir müssen hier Wände ziehen. So, das wird da hinzugezogen und da auch. So, die Wand muss wieder dicht. Dann auch hier. So. Das Gute ist ja, die Tür ist schon mal drin, ne? Bei der Zelle. Das spart uns wesentlich die Arbeit. So. Zack. Halt. Dahin. Die kann weg. So. Und da auch. Warum ist da kein Wasser? Frage. Ach, weil da bestimmt noch kein Rohr gepflanzt ist. So. Das ist fertig. Mach mal die Tür auf da unten. Das wäre natürlich von Vorteil. Gefängnistür. Modus offen. So. In einer Stunde etwas kommen unsere Gäste. Bis dahin muss das laufen hier. Ich glaube, das wollte ich noch gar nicht. So, dann müssen wir die Tür hier normal. So, und warum ist hier kein Wasser? Warum ist da kein Wasser? Freunde, warum ist hier kein Wasser? So. Weil das zu weit weg ist. Klar, weil das zu weit weg ist. Großes Wasserrohr. Verlängern wir hier nochmal. Ich will das aber nicht da durchstopfen, propfen. So, einmal hier hoch und einmal hier hoch. So. Das muss doch zu schaffen sein hier. Gibt's doch gar nicht. So, was sagt er hier? Ja, so Strom langsam. Kommt in Wallung, kommt in Fahrt. So, Freunde. Ja, soweit, so gut. Die sind noch am Machen, am Schleppen wie die Verrückten. Die Küche ist auch soweit. Die müssen wir auch dann in der nächsten Folge auf jeden Fall bauen. Ihr habt es gehört. Die Zeit ist schon wieder weggerannt. Und die neuen Insassen kommen in 3 Minuten. Also, das wird was für die nächste Folge. Ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Und ihr wisst ja, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.